Ball gedrückt und drücken Sie dann L1. Was, soll ich meine Finger verkrüppeln? Wollen die mich ins Krankenhaus bringen? Unsinn. Das ist doch totaler Quatsch. Ich spiele mit einem Finger auf L1 und L2. Das ist doch völliger Unsinn. Warum darf... Hauptsache, ich darf meine scheiß Waffe nicht mehr wechseln, weil die Tür hinter mir zu... Okay, never mind. Never mind. Genau das, was ich brauche. Behalten wir die? Oh ja, ne, das glaube ich ganz okay. Dieses Mal machen wir das anders. Alles klar, läuft bei euch. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich kann sagen, kann ich das nicht gedrückt halten, damit die Granaten etwas besser fliegen? Ja, ich glaube schon. FIFA Striker Boss of Steel seit 4 Monaten. Dankeschön für 4 Monate Subs. Dankeschön. Das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich mich 4 Monate lang von Subway ernährt, aber ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Ja, Mittelfinger auf 2, Zeigefinger auf 1 ist schon klar, aber du, ehrlich, du spielst doch nicht so, Mann. Sitzt du zu Hause so am Controller? Jeder vernünftige Mensch hält seinen Controller so. Und nicht so. Also bitte. Ich meine ja bloß. Hey, hier durch. Was laberst du denn? Hey! Was ist denn das? Guck du mal lieber auf dein Spiel. Du verpasst noch alles. Warum? Gesicht des Todes hier. Ach, einmal. Hackt's. Du so? Oh, Sully! Und Blindwurf! Wir können auch mit der AK Headshots verteilen. Was ist das fucking Problem, Mann? Hey, Sully, was geht? Alles gut? Au. Sehr nett, ja. Es geht los. Okay, mit der Waffe Headshots verteilen ist tatsächlich etwas schwieriger. Die sind aber auch so lauter kleine Hitman-Typen, oder? Mit ihren komischen Anzügen und Krawatten. Die jetzt nicht mehr, aber... Okay. Da waren durchaus... Überlebenskünstler, ja, like a boss. Da ist so ein Hitman-Typ. Siehst du? Die haben auch alle Glatze, komischerweise. Das kann doch kein Zufall sein. Also bitte. Ich befürchte, dafür brauche ich die Pistole, dass das klappt. Da. So, Sully. Hier ist was los, ey. Wir sind in Kapitel, was, 6? So. Schauen wir mal. Wir sollen zum Turm. Wo ist Sully jetzt? So, was ist denn hier? Hier geht's hoch. So. Oh. Na los, Sully, hilf mir mit dieser Tür. Die Tür sieht doch glatt so aus, als würde sie geöffnet werden wollen. Sully, kommt der auch mal? Mann, ey, da kann ich sonst... irgendwann bricht meine Schulter, wenn du nicht bald kommst. Maus und Tastatur regeln einfach. Auf der Playstation? Wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, das hatte ich für ein Gerücht. nee, da kommen wir ja her. Soll ich jetzt runter oder was? Ach, komm schon. Hey. Wer ist denn er? Oh nee, wird's jetzt schon direkt wieder übernatürlich? Der gehört zu Talbot. Gehört. So sieht Hitman aus, wenn er zu viel Gemüse isst. Ja, aber
Was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Nee, mir gefällt das auch nicht. Bin mir sicher, auch dieses Spiel wird nicht ohne irgendwelche Mutationen auskommen. Was sehr schade wäre, weil mir gefällt das. So, weil Teil 2 ging mit wegen diesem ganzen Armee-Gelaber und Zeugs ziemlich auf den Sack. Hey. Aber das hier gefällt mir ziemlich gut bisher. Ich zerbeisch. Ja, das bedeutet aber nicht. Das ist nur Blödsinn. Abwarten. Ich bleib hier, damit ich nicht aus Versehen auf irgendwas trete. Gute Idee. Oh, da haben wir es doch schon. So, wir fangen bei dem Mondgesicht an. Dann sagen wir Hocker X. Erwähnt Lawrence das vielleicht irgendwo? Was weiß ich, was das für ein Schlüssel ist. Nochmal X. Alles gut. Warte mal. Problem ist, darf ich springen oder so? Das ist jetzt meine große Frage. Ich glaube ja, oder? Wir sollen dann direkt auf X. So. Sprung auf X. Dann Hocker. Ich. Hocker sage ich schon. Schlüssel. Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge haben. Ja, ach. Ach, scheiße. Nee, warte. Vielleicht darf ich wirklich nicht springen oder so. So. What the fuck? Danach kommt doch X. Ach, ich muss wahrscheinlich immer geradeaus, oder? Aber dann geht sich das mit dem X doch überhaupt nicht aus. Guck mal, X hat funktioniert. Jetzt auf den Hocker. Und dann wäre ich nochmal auf den und dann wäre ich fertig, theoretisch. Und nur theoretisch. So. Nochmal, das funktioniert. X. Funktioniert. Es gibt eine Reihenfolge, Nate. Das muss ich ja immer. Wenn du dich auf die richtigen Platten setzt, passiert etwas. Das muss doch zur Seite. Wir haben vorhin schon probiert, ne? Aber das funktioniert nicht. Ah, vielleicht muss ich auf das da drüben und dann hoch. Obwohl. Gucken. Einmal. Zweimal. Einmal. Ich? Bis zum X klappt alles und dann? Es ist aber nicht so, dass ich... Oh, doch. I see. Hä? Ich dachte jetzt... Ich hätte jetzt nämlich gesagt, ich muss viermal den Hocker, dreimal X, viermal den Schlüssel, zweimal X und dreimal den Hocker, hätte ich jetzt gesagt. Eigentlich. Aber beim... Ah, okay, warte mal. Eins... Hey, warum? Wenn ich hier aufs das steige. Ah. Ich check's. Ich darf nicht abspringen. So, jetzt dreimal X, oder? Genau, dreimal X. 1, 2, 3. Ja, alles klar. Nein! Was? Ach, da kam nochmal X, ne? Ach, scheiße. Dann kam nochmal zweimal X. Ich gebe mein Bestes, Sir. Ah, sofort gecheckt, Mann. Alles gut. Also. 1, 2, 3, 4. Geh nochmal. 1, 2. Ich mach's falsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Bingo. So! Jawohl! Glas klar! Ah, nochmal kurz nachdenken, alles easy. Hast du mal Licht? Klar. Oh. Was ist denn für ein Hexenkessel? Tully!
Mal ein bisschen schneller, ein bisschen Tempo. Hey, etwas mehr Licht, Sally. Okay. Etwas mehr Tempo und dann etwas mehr Licht. Oder ein Alchemistenlabor. Ist das doch Hexenkessel? Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Das Buch schwebt. Ja. Und zwar an Marlos gruseliges Versteck. Sally. Sally, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen. Das altertümliche Meth-Labor so quasi. Hey, ja, ist doch schön. Sieh mal. Das ist eine Unterschrift. Schon wieder Sabäisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Hinorisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Ach was, jetzt benutze ich diese coole Scheibe. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh. Ah, dahinter. Klar. Hilf mir schieben. Ach so, da runter? Ja, okay, kann auch sein. Ah, clever, der Sully. Blauer, alter Mistkerl. Oh. Ja. Nicht du, John Dee. Oh. Ah, du bist... Wir beide gerade... Oh. Das war cool. Komm, beide schlau, oder? Ja, das sieht alles nicht so nett aus. Sully, gib mal Feuer. Viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Was? Streichhölzer? Nein. Hauptsache ich sehe direkt wieder Spinnenweben und möchte kotzen. Oh. Sieht aus, als wollten wir etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Wäre nicht das erste Mal, dass wir bei Uncharted irgendwas drin behalten wollen. Der starke Saliman. Oh, das nächste Hieroglyph. Hallo. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Alles klar. Jetzt schon mehr Rätsel nach, 2 Stunden Spielzeit als gefühlt in ganz Uncharted 2. Jetzt schon besser gefühlt. Mal sehen. So, was machen wir diesmal? Ich wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Was für eine Art Schach spielen wir hier? Muss erstmal gucken, was ich überhaupt hier machen kann, bevor ich mich mit irgendwelchen Symbolen befasse. Was ist das? Eine Mittelalter-Spielshow? Den Zeichen. Echt raffiniert. Ja. Was gefunden? Ah. In diesen Kräften scheint er nicht zu leben. Nein, nein. Sie haben sein Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Okay, pass auf. Wie kann ich das Ganze wieder loslassen? Der Adler ist neben unter dem Doppel-X und neben dem Galgen. Schauen wir mal. Genau, der Adler. Ist unter dem Doppel-X und neben dem Galgen, exakt hier. Und das Pferd war nicht weit entfernt. Ich befürchte fast, dass ich noch etwas mehr lesen muss, oder? Nein. Ach, guck mal. Ja, hier steht dann sogar die Lösung. Wie cool. Nachdem man es rausgefunden hat. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. Aber das wäre doch schon. Mehr steht da nicht. Was mache ich mit den anderen Zeichen? Das finde ich ein bisschen seltsam. Ach, guck mal, das ist cool gemacht.